Leute und herzlich willkommen zu einer Runde Robocraft, aber dieses Mal ist es nicht normal, denn ich baue hier jetzt dieses Mal ein TX1er und ich wollte euch das einfach mal zeigen, wie das dann so aussieht und ich werde da wahrscheinlich einen Zusammenschnitt draus machen, also so, dass ihr vielleicht nicht alles so seht, aber schon so, dass ihr das meiste mitbekommt, das Wichtigste. Und zum ersten, dieser TX1-Sitz hat, ich glaube, weiß nicht, 490 oder so von diesen ja, Tokens da gekostet, von den Tier-10-Tokens. Und wenn ich den jetzt wegmache, habe ich 1138 Flops. Das sieht man da oben. Und wenn ich den dann drauf mache, habe ich 5690 Flops. Das heißt, meine Flops verfünffachen sich, glaube ich, steht da oben nämlich. Und das ist schon ziemlich krass. Und jetzt kann ich zum Beispiel einen riesen Teil bauen. Und ich fange da auch gleich mal an. Ich muss mir auch noch was freikaufen, das mache ich gleich mal. Wo waren die? Hier. Steering und die hier. Die hier sind, glaube ich, die lenken. Ja, egal, ich kaufe mir die jetzt einfach. Wieso sollten die sonst teurer sein? Ja. Ich hatte nämlich genug Tokens erspielt. Und jetzt gucke ich einfach mal. Ich muss mir nämlich 4 Stück davon kaufen, glaube ich, erstmal. Da habe ich schon so viel Geld verbraucht. So. Jetzt habe ich nur noch 818.000. Naja, nur noch ist gut, weil es ist wirklich relativ viel Geld, was ich da erspielt habe, alles. Und ich wollte es einfach jetzt halt eben zeigen, was ich schon erspielt habe und was ich jetzt damit mache. Damit ihr da mal so eine Ahnung habt, wie viel sowas kostet. Ich kaufe mir jetzt von dem restlichen Geld Cubes. Die brauche ich nämlich wahrscheinlich alle. Ja. So. Jetzt, wie fangen wir an? Ihr könnt mir übrigens auch Vorschläge senden, wie ich das vielleicht besser machen könnte oder ja, was ihr vielleicht anders bauen würdet, wie es besser wäre. Ich baue jetzt einfach mal drauf los und mal schauen, wie es mir so gefällt. Ich glaube, ich baue das Rad auch noch mal um. Weil, oh, so ist es nämlich. Ich glaube, ich baue das hier innen drin einfach so hohl, weil so viele Blöcke kann ich jetzt auch nicht kaufen. Die sind so teuer. Da gebe ich so viel Geld aus für. Ich werde jetzt auch das ganze Geld dafür wahrscheinlich ausgeben, aber ich weiß nicht, ob ich das, ja, wie lange ich dafür wirklich dann spielen müsste, um das hier ganz zu schaffen, also das ganze Teil da zu bauen. Mache hier unten. Hier, glaube ich, ist das. Zwei. Ich will da jetzt nichts falsch bauen, deshalb wird das ein bisschen dumm aussehen wahrscheinlich, was ich hier gerade veranstalte. Aber es ist auf jeden Fall wichtig für den weiteren Bau dann. So, jetzt hier. Oh. Okay. Da wird's schon knapp mit den Blöcken. Nehmen jetzt einfach die Räder hier. Bapp die hier dran. Ja, und jetzt wäre eigentlich das Grundgerüst schon fertig. Aber der wird nicht gut sein, weil er, ja, noch in der Startphase, wie gesagt, ist.
Naja, egal. Ich will jetzt einfach mal so, glaube ich, testen. Ah, der wird noch sehr viel Geld schlucken wahrscheinlich. Aber, also, das macht richtig Fun, mit diesen Riesenwaffen da zu schießen. Mit so einem Riesenteil da rumzufahren. Aber es ist, wie gesagt, noch lange, lange nicht fertig. Aber ich treffe nicht. Was ist das? Es ist schwer damit zu treffen, weil der so hoch ist. Aber... Ja, okay. Aber wenn man die trifft, dann sind die schon mal schwer beschädigt. Und dann auch schnell kaputt. Ist ja eh wie ein Trackster oder keine Ahnung. Ja, da hinten, was ist das? Einfach hier so rumfahren. Aber dieser Sitz da, das muss alles noch viel größer werden. Ich glaube, ich muss den noch viel breiter bauen, weil ich will drei Waffen nebeneinander haben. Okay. Es hat auf jeden Fall sehr viele von diesen Reifen. Aber wenn man jetzt hier so zweimal reinschießt, dann ist schon der eine Reifen weg. Lol, es hat sich einfach selbst zerstört. Am besten mehrere Schichten von den Blöcken, was sehr teuer ist, und danach noch Schilde drüber. Die Waffen so anordnen, dass drei oder zweimal mindestens nebeneinander passen. Also schräg sozusagen dran. Ich sehe schon, Leute, das wird noch eine große Sache, das Teil hier fertig zu bauen, so dass es wirklich tauglich ist. Und wenn ich da weitermache, werde ich das dann immer zeigen. Also wenn was Großes dazu kommt. Aber das ist jetzt erstmal das Erste. Und ja, es gibt halt eben noch viel zu verbessern an dem Teil. Ist halt so. Ich teste das jetzt noch ein bisschen und ich denke mal, ja, ich werde dann noch ein Video rausbringen auf jeden Fall, wo ich dann zeige, wie weit ich dann bin oder wenn was Wichtiges passiert. Und ich wollte auch mal fragen, ich habe jetzt Stranding Deep heißt es, glaube ich, das Spiel. Und ich wollte mal fragen, ob ich da vielleicht mal das anzocken soll, euch das ein bisschen zeigen soll oder ob ihr das nicht braucht, weil ihr es schon bei anderen gesehen habt. Aber wäre auf jeden Fall nützlich zu wissen, ob ich das machen soll oder nicht. Ich denke mal, an der Stelle verabschiede ich mich jetzt auch schon. Ich habe jetzt schon fast 50 Kills. 46.